Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat der erste Insider-Touri-Guide ganz gut gefallen. Heute in dem Video geht die Reihe weiter. Und zwar fahren wir heute weiter durch die Hafen City und an der Elbphilharmonie vorbei. Und dann geht's in der dritten Folge aber Richtung Landungsbrücken und auf den Kiez. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Und ansonsten wünsche ich gute Unterhaltung mit dem nächsten Teil. Das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace. So, jetzt haben wir einmal rechts von uns die Speicherstadt. Da sind ganz viele Backsteinhäuschens. Da sind ganz viele Backsteinhäuser. Früher ganz viel für Kaffee, Trade und Handel und sowas. Rechts von uns überall Wasser, also links Wasser, rechts Wasser. Hier sind überall so kleine Kanäle. Weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon mal gesehen habt oder gehört habt, aber so sieht das Ganze auch hier bei Nacht aus. Ich mache nochmal einen Abstecher, ist immer ganz interessant. Und zwar, wenn wir jetzt rechts abbiegen, kommen wir mit der Hafen City im Rücken direkt Richtung Alster wieder. So sieht das Ganze einmal aus. Also wenn ich jetzt hier weiter geradeaus fahre, das sind jetzt, ja, das ist ein Fußmarsch, wenn man zu Fuß unterwegs ist, so maximal, ja, 8 Minuten oder sowas. Hier rechts von uns immer Kanäle. Warte, ich halte mal kurz an, zeige ich das einmal. Kamera lösen. Hier ist überall Wasser und dieser Balken ist echt scheiße da. Hier ist Wasser rechts, links und rechts von uns. Und wenn man jetzt hier weiterfährt, kommen wir dann wieder direkt zur Alster hin. Ja, doch eine längere Tour hier. So, drehen wir mal, also geradeaus wieder Richtung zurück in die City. Hier sieht man immer wieder die Speicherstadt. Rechts von uns eine Kirche, ich glaube Katharinenkirche, bin aber nicht ganz up to date. Und hier sind auch immer auch sehr bekannte, für Hamburger auf jeden Fall sehr bekannte Fotolocations. Vor allem da vorne unter der Brücke. Da unter der Brücke gibt es ganz viele Fotos, wo Leute ihre Autos reinstellen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber hier in der Straße hier habe ich auch Fotos gemacht. Hier oben auf der Brücke rechts ist das Smiley-Symbol, das umgekehrte Smiley-Symbol gewesen, das ihr vielleicht kennt. Wenn ihr es nicht kennt, schaut bei Instagram vorbei. Und was ganz, ganz viele machen, ist, sie stellen unter dieser Brücke ihre Autos genau hier rein. Die A-Säule nervt echt. Genau hier rein. Machen dann Fotos. Ich habe auch mal eins gemacht mit meinem alten Auto, mit meinem Bruder. Und mit meinem alten Auto habe ich hier mal Fotos gemacht, aber mit dem hier noch nicht unter der Brücke. So, weiter zum Verständnis. Immer noch rechts von uns Richtung City, geradeaus Richtung Kiez und links Hafen City. Und jetzt wieder links um, würde die Brücke gerade hier sehen konnte, ne? Diese Hubbel sind wieder Kanäle um uns herum, immer wieder ganz viele Backsteinhäuser. Hier sieht man Hafen City mal ein bisschen, und zwar, warte, machen wir klar hier. Viele moderne, unterschiedliche Häuser, auch hier so ein Tower. Und rechts von dem Tower, also der Tower, die da oben jetzt drin wohnen, die gucken rechts direkt auf die Elbphilharmonie. Da machen wir auch nochmal einen kleinen Abstecher. Also so sieht das Ganze einmal zentral aus. Sind wir hier in der Hafen City. Es gibt immer ein bisschen Sound hier für euch. Ich fahre gleich hier mal rechts rein, dann kommen wir auch zum besonderen Space, auch dahin, wo ich das erste Video für YouTube gedreht habe. Aber da gehe ich jetzt nicht ganz in die Panorama rein, aber dass ihr mal so sieht, wie das Ganze aussieht. So, also hier Hafen City, ein Teil davon, natürlich nicht alles, aber ein Teil Hafen City. Warte mal, die Kamera drehen hier. So, jetzt hätte ich, wenn ich die Kamera drehe, wieder aber die Dings im Auge. Fahren wir gleich lang, rechts von uns jetzt Elbphilharmonie. So, dann haben wir jetzt hier rechts wieder ganz viel Wasser, auch ganz nice Location. Der Tower da, das ist der... Könnt ihr ihn sehen? Das, was da oben hinragt, das ist der Marco Polo Tower. Das ist hier die Marco Polo Terrassen.
Hier rechts wieder Wasser und da ist auch König der Löwen spielt hier. Hier ist eine ganz nice Bar. Jetzt fahre ich einmal doch mit euch dahin, wo ich mein erstes YouTube-Video gedreht habe. Und zwar hier an der Marco Polo Tower vorbei. Und jetzt hier rein am Marco Polo Tower direkt. Und dann habe ich meine Kamera hier aufgestellt. Und hier... jetzt mache ich das noch ein bisschen scharf. Und hier für euch das erste YouTube-Video gedreht. Mein allererstes YouTube-Video, wo ich mich auch zeige. Hey Leute, was geht ab? Eigentlich war es gar nicht mein ursprünglicher Plan, hier mich großartig vor der Kamera zu zeigen und irgendwie mein BMW zu labern. Aber irgendwie waren die Anfragen relativ groß über mich. Man sieht hier Wasser, Hamburg typisch. Und dann hier hinten ein bisschen Industrie. Also da ist auch, keine Ahnung, hier ganz viel Hafen und die ganzen Containerschiffe und so kommen da an und so weiter und so fort. Das zieht sich ewig lang. Da hinten ist irgendwo ganz, ganz, ganz weit weg Airbus, so, keine Ahnung, gute 20 Kilometer weiter, Finkenwerder und so weiter. Aber so sieht das einmal hier aus. Wir können das ein bisschen sehen. Das war auf jeden Fall die erste Session YouTube für euch. Und hier ein Stück weiter, genau da, wo jetzt die schöne, wunderschöne A-Säule ist, geht es dann auch Richtung Höhle der Löwen. So, ja, Inside-Tipps noch Deluxe. Und zwar, wenn man im Sommer in Hamburg unterwegs ist, gibt es hier, frage mich nicht mehr welchen Tag, aber hier hinter mit direktem Blick auf die Elbe, direkten Blick auf die Elbe, immer so ein Afterwork-Clubbing-Zeug. Jetzt kann man ein bisschen trinken und da ist irgendwie Eis am Start und kann man sich da ein bisschen entspannen. Ansonsten zur Hafen City, ja auch ein bisschen sehr interessant. Das Ganze gibt es ja echt schon seit, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10 Jahren im Bau oder sowas. Ein Kumpel hat hier gewohnt von mir, der war echt frisch hier drin, da stand noch nicht so viel, da gab es, glaube ich, noch nicht mal ein Edeka hier. Da musste man noch in die Europapassage in den Rewe reinlaufen, um sich da seinen Fraß zu holen, weil vor Ort noch alles empty war. Jetzt mittlerweile ist hier echt was los, es gibt ein paar Bars, es gibt ein paar Restaurants. Seit neuestem ist hier auch ein Domino's am Start, das gab es auch ganz lange nicht. Und hier fehlt zum Beispiel sowas wie ein Subway und ein Dönermann, das wäre ganz geil hier. Finde ich jedenfalls. Man muss aber dann, wenn man jetzt hier rumhängt und was essen will, gibt es ja auch sonst irgendwie ein, zwei Sachen, wo man ganz nice essen gehen kann. Aber es gibt schon so in der Stadt ein bisschen bessere Alternativen als jetzt hier. Aber sonst auch hier, wie man sieht, Campus Suite ist da. Und jetzt fahren wir geradeaus Richtung oder genau auf die Elbphilharmonie zu. Drehen wir ein bisschen auf hier. Ein bisschen was sehen könnt. Machen wir mal hell den Laden. Ne, hier rechts von uns, wo dieser Kreis so rausguckt, ist das Gebäude, wo ich eben sagte, die da oben sind, gucken jetzt auf die Elbphilharmonie. Das ist genau hier. Das heißt, ich drehe die Kamera einfach nochmal euch. Schön, dass wir das mal mitten in der Nacht machen, da juckt nämlich keinen. Diese A-Säule, es geht leider nicht besser. Einhändig. Genau hier dahinter waren wir eben, Speicherstadt mit diesem Gebäude und jetzt hier die Elbphilharmonie. Ja, Elbphilharmonie, eigentlich ganz nice. Wenn jemand mal in Hamburg sein sollte und Bock hat, darauf zu gehen und das Ding überladen ist, was natürlich immer überladen ist, Insider-Trick Deluxe, und zwar hier rechts, wo Weiland steht, na gut, könnt ihr nicht sehen, hier rechts in dem Gebäude, könnt ihr auch euch Tickets holen und dann müsst ihr nicht da vorne ewig lange auf die Kackschlange warten, sondern könnt euch hier ein Ticket ziehen und dann seid ihr in der Regel 130 Millionen mal schneller drin, als wenn ihr das offiziell macht und euch hier anstellt, wo immer riesengroße
Schlangen sind, wo man gar nicht richtig sich was organisieren kann. So, jetzt mache ich die Kamera einmal kurz ab und zeige ich euch einmal, wie das Ganze hier aussieht. Ein Augenblick, hier sind auch Security-Typen, die fragen sich gerade, was macht der Boy hier, aber ich mache das einmal für euch. So, auch für euch ganz interessant zu wissen, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, weil ich rede jetzt aus dem Auto raus. Hier wieder dahinter alles Hafen, Containerschiff, Entladung und sowas. Hier ist wieder die Elbe, die hier langläuft. Und dann hat man hier, da sieht man es, ja, ich kann es nicht zoomen, ich habe ein anderes Objektiv drauf. Hier hinten ist das ganze Hafenzeug, wo auch die ganzen Dinger immer lang schippern. Und dann stehen wir jetzt hier direkt, scharf für euch, vor der Elbphilharmonie. Ich kann jetzt keinen super smoothen Schwenk machen, weil ich das alles freihändig per Hand mache. Und oben ist leider nicht beleuchtet. Derbe schwach von den Jungs eigentlich. ISO 3 Millionen gerade mal. Also heller kriege ich es jetzt nicht, aber so ein bisschen könnt ihr was sehen. ISO H2.0, also wisst ihr Bescheid. Also ist alles sehr verpixelt. Aber man sieht sogar die Sterne hier. Sick. Zieht euch das mal rein. Da. Sterne, klarer Himmel. Boom, Leute. Sogar die Wolken am Start. Ja, also hier oben einmal ein bisschen Design auf das Wellenmäßige gemacht, dass man so ein bisschen Gefühl hat. Hier Hamburg, Alster, Elbe, Wasser. Und hier oben ist eine Aussichtsplattform. Wenn man jetzt hier hochfährt, hier ist so eine mega geile Rolltreppe, wo man dann so hochfährt. Dann fährt man hier so einen geilen Bogen hoch. Gibt es auch YouTube-Videos, könnt ihr mal schauen, ist immer ganz interessant. Und dann kann man hier hoch, da oben gibt es auch so ein Café und so ein Restaurant und so ein Spezialbierladen. Da ich aber absolut kein Biertrinker bin, ich trinke überhaupt kein Bier, habe ich keine Ahnung davon. Aber da oben ist so eine Aussichtsplattform, die geht einmal rundherum, da kann man einmal entlang laufen und ein bisschen den Ausblick genießen. Am besten ist natürlich der Ausblick auf der komplett anderen Seite in Richtung Landungsbrücken und Kiez und Hafen und alles. Das ist dann so das Geilste. Ja, so sieht das Ganze hier einmal aus. Lass mal hier mal einen nice Schwenk für euch. So, hier wieder geht's entlang Richtung City, aber nicht so ganz, wir sind schon gut steig weiter und jetzt hier diese Luftlinie wäre Richtung Kiez, aber das machen wir ein anderes Mal. Ich mache jetzt auch die Biege und dann filmen wir das ein späteres Mal. Ja, warte, ich drehe nochmal die Cam. Session 3. Was, die haben die überhaupt noch auf? Würde mich jetzt wundern. Nee, ist zu. Aber warum stehen denn hier Leute? Crazy. So, jetzt, ja, das, also kriege ich das hin? Oh, scheiße, Mann. Ist ein Stück besser geworden, aber immer noch genau mittendrin. Ja, geht leider nicht anders, Jungs. Da hätte man noch ein bisschen Hafen City gesehen. So,